Die Straßen zum Arneburger Fähranleger und zum Hafen waren Freitag unpassierbar. Das Ortseingangsschild an der Elbe können bald die Fische sehen. Für die Anlieger des Hafens beginnen nun die kritischen Tage. Elbe und Häuser werden an dieser Stelle nur noch von einer dünnen Schutzwand getrennt. Frank Schumacher ist Chef am Schutzwall. Wie hoch der Pegel, wie lange er hält, das steht jetzt noch in den Sternen. Also wir haben jetzt die Vorhersage vom Wasser- und Schifffahrtsamt bei 3,85 Meter. So hoch ist der Wasserstand etwa denn 10 cm vor Oberkante. Und ob er dann alles hält, das entscheidet sich dann. So hoch war die Schutzwand noch nie ausgelegt. Am Donnerstag wurde der Sommerdeich am Tangermünder Hafen überspült. Freitag war der Erdwall schon nicht mehr zu sehen. Das Wasser kletterte Freitagnachmittag auf 7,31 Meter und überflutete beispielsweise den Parkplatz am Tangerwehr. Kinder nutzten diese Gelegenheit und planschten im Elbewasser. Wenigstens sie können der Flut etwas Positives abgewinnen.